Targasana ist die Stellung des Nachdenkens. Targa heißt Nachdenken, Asana heißt Stellung. Ausgangsposition nach Möglichkeit Lotussitz, Padmasana oder Swastikasana, die glücksverheißende Stellung. Es geht aber auch Siddhasana oder Muktasana. Von hier ausgehend, gib den rechten Ellbogen auf das Knie und lehne dann deinen Kopf darauf auf und gib die linke Hand auf das linke Knie. Und auf diese Weise verharre und atme. Diese Stellung heißt Targasana. In dieser Stellung kannst du zusätzlich auch noch deine Aufmerksamkeit bringen auf das sogenannte Sahasrara Chakra, also auf die Scheitelgegend oder eben auch auf das dritte Auge. Du könntest mal ausprobieren, wenn du über etwas nachdenkst, diese Targasana-Stellung zu üben. Übrigens, wenn du logisch nachdenken willst, dann hast du den rechten Ellbogen auf dem Knie. Wenn du mehr deine Intuition beim Nachdenken brauchst, dann hast du mehr den linken Ellbogen auf dem Knie und du stützt auch hier den Kopf auf der den Kopf auf der Handfläche auf. Du kannst entweder die Fingerspitzen auf den Kopf geben oder sogar den Kopf flach auf die Handfläche geben. Wenn du nämlich nach links dich aufstützt, öffnet sich das rechte Nasenloch. Wenn du dich auf das rechts aufstützt, öffnet sich das linke Nasenloch. Und je nachdem, welche Energie du brauchst, wenn du mehr eine logische Sache brauchst, muss das rechte Nasenloch offen sein. Und wenn es mehr intuitiv ist, sollte das linke Nasenloch offen sein. Probiere es aus und schreibe in die Kommentare, was diese Targasana-Stellung mit deinem Nachdenken bewirkt.